Ja, noch einmal rückblickend hier in unseren Hauswirtschaftsraum. Wir hatten hier extreme Probleme mit der Leitungsführung, wie ihr sehen könnt. Also, das sieht natürlich richtig kacke aus, ist mir auch bewusst. Das Ziel, was wir dann zum Schluss noch verfolgt haben, ist eine Aufbauhöhe von 6 cm nicht zu sprengen. Und er hat uns nur noch darum gebeten, dass wir ihm wenigstens ermöglichen können, dass er zwischen den einzelnen Strängen hier also diese Platten zuschneiden kann und hinlegen kann auf dem Boden, sodass er dann hier mit Schüttung arbeiten kann und mit einer Latte irgendwie die Schüttung abziehen kann. Dem sind wir natürlich so gut es ging nachgegangen und dann ging es auch schon los. Als erstes wurde diese Folie auf den Boden verlegt, die wurde nicht verklebt, aber sie konnten die immerhin sehr gut überlappend einfach auf den Boden schieben, da wir unsere Kabel größtenteils nicht auf dem Boden befestigt haben. Und ihr seht, im Obergeschoss sind sie schon deutlich weitergekommen. Wir sehen jetzt auch, weshalb es wichtig ist, dass es diese erste Phase des Trockenbaus gibt. Also die Räume müssen klar abgegrenzt sein, damit sie ihre Heizschlaufen so legen können, wie sie es brauchen. Und wir brauchen natürlich auch Beplankung an den unteren Stücken und zwar auch bis zur höchsten Stufe der Beplankung. Also wenn im Treppenhaus wie bei uns dreifach beplankt wird, dann muss auch die unterste Lage dreifach beplankt sein, denn da kommt dann der Estrich gegengegossen. Zu den Heizschlaufen kann ich leider auch gar nichts erzählen, deshalb schaut euch das Videomaterial an, vielleicht kann das ja auch ein, zwei Fragen beantworten. Im Hauswirtschaftsraum haben wir tatsächlich keine Fußbodenheizung. Und dieser extra Bereich da ist ein entkoppelter Bereich für die Wärmepumpe. Ich denke mal für die Vibration und so, dass es nicht überall hin übertragen wird. Für die Abnahme der Fußbodenheizung müssen die Heizkreisverteiler installiert sein und alle Rohre abgeschlossen sein, sodass eine Dichtigkeitsprüfung erfolgen kann. Das hat bei uns leider wieder zu einer Verzögerung von bestimmt 2 Wochen gebracht. Währenddessen lag das Material für den Estrich die ganze Zeit vor dem Haus und wir mussten sogar Erschließungen absagen und unser Vorgehen bei der Garage etwas anpassen. Wir haben einen Schnellestrich mit einer Trocknungszeit von 14 Tagen und ich glaube, alles, was man dafür tun muss, ist dieses Additiv beizumischen. Jetzt haben sie hier endlich einen Starkstromkabel nach innen verlegt, damit man dann hier das Aufheizprogramm über so einen Heatboy, nennen sie das, laufen lassen kann. Der wird direkt da angeschlossen, wo auch später das Innengerät der Wärmepumpe ran soll. Und der läuft jetzt erstmal auf 25 Grad, geht dann nochmal hoch und dann wieder runter auf 25. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert und wie sich hier die Luftfeuchtigkeit denn verändert. So, es ist jetzt der 5. Tag, nachdem die Heizung angestellt wurde zum Estrich trocknen und die Luftfeuchtigkeit geht komplett klar. Also ist jetzt gestern Abend war das letzte Mal jemand hier und wir sind jetzt am nächsten Tag morgens hier und guck mal, hier ist gar nichts an den Fenstern, die Decken sind auch trocken. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir einfach zum Beispiel den Putz an den Wänden, dass das schon ewig her ist, dass der angebracht wurde. Deshalb einfach jetzt wirklich nur die Feuchtigkeit vom Estrich ist. Also wir haben hier in den Ecken ein kleines bisschen was. Aber das ist echt sehr, sehr wenig. Heute ist mir aufgefallen, dass hier im Türrahmen zur Garage es anfängt zu schimmeln. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt nur oberflächlich ist oder ob man da was machen muss. Aber das ist genau in so einer Ecke halt drin, wo richtig wenig Luftzirkulation ist, ne? Also es ist nachvollziehbar, dass es hier passiert. Wir haben ja auch im Hauswirtschaftsraum nur so ein kleines Fenster. Naja, so schlimm wird es schon nicht sein, ist bestimmt nur oberflächlich. So Leute, wir sind hier immer noch am Lüften, nachdem der Estrich eingebracht wurde. Wir sind jetzt in der dritten Phase vom Heizprogramm. Das war am Anfang 25 Grad, dann 45 und jetzt sind es wieder 25 Grad.
bei dem Ding. Und ja, es hat sich nicht allzu viel verändert. So Schimmelprobleme haben wir auch eigentlich sehr, sehr wenig gehabt. Hier hatten wir noch vom ersten Mal an so ein bisschen Kreppband drin und das hat sich mit Wasser vollgesogen, weshalb jetzt hier in den Ecken so ein bisschen Schimmel gefördert war. Aber so viel ist jetzt nicht. Also wir haben hier noch ein bisschen was und da oben. Aber das ist alles komplett oberflächlich, also das kann man einfach wegwischen und dann ist wieder gut. Also bisher recht easy das Ganze. Die Luftfeuchtigkeit ist jetzt auch gar nicht mehr hoch. Ich glaube, wir hatten gerade 49%. Schon mal drauf. 49% und gefühlt ist das hier einfach eine ganz leicht erhöhte Feuchte, wie jetzt wenn man hier drin wohnen würde und gerade gekocht hätte. Also absolut auszuhalten. Hier oben ist auch alles unverändert gut. Die Luftfeuchtigkeit ist hier nicht viel höher, gefühlt zumindest. Die Temperatur ist ein paar Grad wärmer. Aber sonst ja, alles schick und nicht wirklich irgendwelche Probleme hier gegeben beim Trocknen. Das Einzige, was wir festgestellt haben, ist jetzt bei der Fliesenbemusterung zum Beispiel, dass man diese Dehnungsfugen hier bei Fliesen zum Beispiel mit übernehmen muss. Also diese Richtung, wie das verlegt ist und so weiter. Das heißt, man muss da sein Verlegemuster, die Verlegearten ein bisschen danach anpassen nach dem Estrich. Aber sonst, ja, alles entspannt. Durch diese offenen Schnittkanten und so saugt es natürlich recht viel Feuchtigkeit auf. Wir haben jetzt hier gar kein Problem, auch mit der Dämmung. Da ist überhaupt keine Feuchtigkeit drin. Also diese Dinger an sich, die sind furztrocken. Auch dahinter die Folie, die ist trocken. Also da erstmal keine Probleme mit. Also ich muss echt sagen, über die Feiertage lüften gehen, oh, wird nicht so meine Favorite-Aktivität hier. Immer so irgendwelche Sachen da liegen, die dann verhindern, dass die ganzen Türen zufliegen. Also packt euch auf jeden Fall genügend Handtücher ein, die man dann irgendwie in die Ritzen reinpacken kann, damit die Sachen nicht zufallen. Aber es zieht hier durch, meine Fresse. Ein paar Kleinigkeiten hat man ja irgendwie immer auszusetzen. Hier zum Beispiel die Ecken, die sind jetzt nicht besonders scharf ausgebildet. Aber das trifft auch nicht auf alle zu. Also hier zum Beispiel ist ja alles in Ordnung. Auch jetzt hier, solche Sachen kommen auch mal vor. Ich würde behaupten, das sind über 3 mm. Das ist das, was zulässig ist innerhalb von einem Meter. Und das hier sind, weiß ich nicht, 20 cm, in denen wir hier so einen Buckel haben. Mir ist auch bewusst, dass das denn für den Bodenbelag natürlich schlecht ist, wenn dann an der Stelle jemand drauf tritt und der nachgibt und so. Und dann können Nut und Feder und sowas alles kaputt gehen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Tag. Ciao.